I have a dream. Ich habe einen Traum. Den Traum, dass sich eines Tages diese Nation erheben wird und erkennt, dass alle Menschen gleich sind. Ich habe einen Traum, dass eines Tages die Söhne früheren Sklaven und die Söhne früheren Sklavenhalter miteinander am Tisch der Brüderlichkeit sitzen können. Guten Abend, meine Lieben. Mein Name ist Mona Kumba. Viele von euch erinnern sich an diese berühmte Rede von Martin Luther King. Ein Mann, der sich getraut hat, den ersten Weg zu machen. Der Mann, der sich getraut hat, für sein Volk, für seine Hautfarbe zu kämpfen und riskierte dabei den Tod, damit wir schwarzen Bürger einen Respekt in den Augen der Weißen haben. So, meine Lieben, am 26. März 2016 ist wieder soweit. Da habt ihr die Chance, weiblich oder männlich, die Chance, eure Hautfarbe zu präsentieren. Das, was in euch steckt, zu zeigen. Das Talent, was in euch verborgen ist, frei zu entfalten. Denn am 26. März ist Face of Africa. Es ist nicht nur ein Misswahl, wo es nur darum geht, die Schönheit bewertet zu werden. Nein, es geht darum, schön zu sein, aber auch nicht nur das äußerliche Schönheit, sondern das innerliche Kern des Menschen. Weil da wird entschieden, wer schön oder schmutzig ist. Denn in uns steckt die wahre Schönheit in unserem Herzen, in unserem Denken und in unserer Mentalität, wie wir uns geben. Und dann wird das Äußerliche beurteilt. Und ich wünsche mir vom Herzen, dass heuer wirklich bei diesen Veranstaltungen wirklich so viele Bewerber sich bewerben wie möglich. Warum ich so gut über diese Veranstaltung rede? Weil ich 2014 auch dabei war. Ja? Ich konnte mir 2014 einen Finalplatz ergattern. Warum? Warum wollte ich das so unbedingt? Ich wollte das so unbedingt, weil ich hatte die Gelegenheit, die ich lange gewartet habe. Meine Farbe Schwarz, mein Land Kongo und mein Kontinent Afrika gegenüber der Jury zu präsentieren und zu zeigen, was in uns schwarzer Bevölkerung steckt und in unseren Köpfen. Es geht nicht uns darum, immer um Partys oder um Frauen oder um nur Spaß oder Gewand. Nein, in unseren Köpfen steckt auch viel mehr. Und ich weiß, jeder von uns schwarzer Bevölkerung hier hat was Besonderes in sich. Ja? Und deswegen fordere ich euch heraus, steht auf, meine Lieben, und bewirkt euch und zeigt das, was in eurem Herzen ist. Zeigt das, was ihr euch zeigen möchtet vor den Leuten. Und ergattert ihr euch euren Respekt gegenüber anderen. Ja? Man wird es uns immer abwerten, wenn man nichts dagegen unternimmt. Ja? Wir Menschen oder wir schwarze Bevölkerung in Österreich haben alleine die Macht, Frieden zu schaffen. Wir haben alleine die Macht, Rassismus aus dem Weg zu räumen. Ja? Wenn wir nichts tun, wenn wir die ganze Zeit von diesen FPÖ-Wählern immer abgestempelt, als wie Ausländer, die Afrikaner und so weiter. Aber wenn wir gemeinsam uns festhalten, gemeinsam etwas Großartiges, ein Projekt arbeiten, unseren nicht nur ein Land in Afrika zu präsentieren, sondern unser Kontinent, Mutter Afrika, in Europa zu präsentieren, damit die weißen Menschen auch Respekt uns gegenüber haben. Ja? Ich sage nur, wir alleine haben die Macht, wir alleine haben die Entscheidung. Hey, ihr junge Generation da draußen, schlaft nicht so lange. Ja? Unsere Eltern haben uns nach Europa gebracht, damit wir für unser Land, für unsere Zukunft, für unsere Menschen kämpfen. Verschwenden wir nicht so viel Zeit, nutzen wir die Gelegenheit, ja? Solange wir noch jung sind. Ich als junger Mensch fordere ihr euch da draußen, junge Generation, weiblich oder männlich, aufzustehen und gemeinsam etwas Großartiges auf den Weg zu werden. Ja. Ich glaube an euch und ich bin mir sicher, in jedem von uns Schwarzen steckt was Besonderes in uns. In jedem von uns. Ja. Wenn du keinen Mut hast, oder dich zu bewerben, kein Problem, trau dir zu. Du hast wirklich nichts zu verlieren. Du hast nur zu gewinnen. Du gewinnst nur. Auch wenn du dich nur anmeldest und vielleicht nicht gewinnst, trotzdem hast du schon gewonnen, trotzdem bist du schon ein Sieger. Weil du den Mut hast, etwas für dein Land, für deine Hautfarbe, für dein Kontinent zu zeigen, zu kämpfen. Ja? Martin Luther King hat den ersten Schritt gemacht. Heute ist Barack Obama Präsident.
in Amerika, da denke ich mir, was ist denn noch unmöglich in diesen heutigen Zeit? Ja? Stell dir auf und ich drücke jeden von euch die Daumen und ich wünsche mir, dass jeder von euch sich bewirbt und freue mich wirklich enorm, am 26. viele Bewerber zu sehen und euch im Empfang zu nehmen. In diesem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch an meinen Freunden aus alles, alles, alles Gute und ich drücke euch ganz die Daumen und ich glaube an euch. Peace for Africa.